Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Friends, wir geben uns finally mal wieder was von Lea, aber auch mal wieder was von Luna. Wir haben bis jetzt Luna und ich glaube Lea auch beide jeweils nur einmal auf diesem Channel gehabt. Ich glaube Lea bei 110 und Luna bei der Akustikversion von Verlierer mit Elif und Katja zusammen. Aber ansonsten, beide haben noch nie stattgefunden hier. Der Track ist auch schon eine Woche draußen, beziehungsweise jetzt fast 2 Wochen schon. Ich freue mich aber unfassbar doll, jetzt hier reinzuhören. Wir können gerne beim Album von Lea, Fluss heißt das, lese ich gerade, noch ein bisschen mehr reinhören. Ich habe vielleicht 1, 2 Songs im Radio mal gehört, aber nicht bewusst zumindest. Deswegen bin ich komplett unvoreingenommen jetzt noch. Freue mich aber sehr auf die Kombination. Und bin einfach gespannt. Ich bin einfach gespannt. Ich mag beide eigentlich sehr gerne, verfolge sie aber viel zu wenig, leider. Was mir bei voll vielen Künstler und Künstlerinnen irgendwie passiert ist, was ich schade finde. Deswegen will ich hier ein bisschen abcatchen, Friends. Schreibt gerne mal rein, welche Songs wir uns vom Album noch geben sollten. Falls es eine Albumbox gibt, ist die auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir mal rein. Wir sehen schon, Lea hat eine Perücke auf, würde ich sagen, weil sie eigentlich immer sehr kurze Haare hat. Also müsste eine Perücke oder Extensions sein. Hier haben wir Luna am Start. Ich bin sehr gespannt, man. Link zum Original in der Beschreibung. Das Ganze ist, wo sehen wir es, produziert von, steht jetzt gar nicht bei. Aber das Musikvideo ist von Calvin Müller gedreht und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch Bock, mir immer mal wieder mehr Sachen hier in die poppige Richtung zu geben. Ihr wisst, ich höre sehr gerne Pop. Und ja, habe Bock, mir auch sowas zu geben. Let's go. Küsse wie Gift heißt der Song übrigens. Wunderschöner Titel schon mal. Deine Küsse sind wie Gift. Oh, ey, es ist halt wirklich eine unfassbar einzigartige Stimme. Unfassbar einzigartige Stimme. Krasse Stimme. Küsse sind wie denn ich weiß, dass du bei ihr warst. Bro. Wenn das deine Liebe ist, wie weh muss es tun, wenn du mich hast? Oh mein Gott. Holy shit, man. Gut. Also erst einmal, ich finde, diese längeren Haare stehen Lea auch unfassbar gut. Wir haben im Hintergrund Luna, was ich schön finde, dass sie die ganze Zeit schon zu sehen ist. Aber ey, wenn es sich so anfühlt, wenn du mich liebst, wie weh muss es tun, wenn du mich hast? Heftige, heftige Zeile. Wie weh muss es tun, wenn du mich hast? Ich finde, die Doubles sind auch gut gesetzt. Da haben wir so Rock-Elemente drin sogar. Und jetzt willst du mich zurück. Doch ich mach das nicht nochmal. Wenn das deine Liebe ist, wie weh. Oh, wir haben Luna sogar schon in den Doubles drin. Geil. Wie muss es tun, wenn du mich hast? Ey, Luna ist echt klein, oder? Es sieht zumindest gerade so aus, als ob sie echt klein ist. Muss es tun, wenn du mich hast? Ich fühl dich nicht, sag mir, wo bist du hin? Schon krass, wie anders deine Stimme klingt. Ey, das Musikvideo ist auch wunderschön. Es ist vom Setting her gefühlt recht simpel, aber durch Licht und all dem sieht das echt aus wie, keine Ahnung, Netflix-Folge von Dark oder so gerade. Ich wollte es nicht glauben, doch ich merke, stimmt. Und jeder hat's gesagt. Oh mein Gott, wie schön sie da das Tempo rausgenommen hat gerade. Unfassbar krasse Voice Control, die Lea hat. Also wirklich unfassbar. Doch ich merke, stimmt. Und jeder hat's gesagt. Machst alle klein, damit du größer bist. Glaub dir kein Wort, wenn du von Liebe sprichst. Ich finde, Lea hat so ein markantes, schönes Gesicht einfach. Also so eins, was man gerne anguckt, was auffällt. Ich weiß nicht, wer du heute bist. Doch es wird mir grad egal. Sprich mir an. Auch gut, auch doch, es wird mir gerade egal. Das beschreibt so diesen Prozess des Loslassens so extrem gut. Ist doch, ich glaub's nicht, Baby, ich durchschau dich so leicht. Du denkst immer noch, ich brauch dich. Ich glaub's nicht, dass es aus ist. Vorbei. Ey, diese Handbewegung vorbei. Ich fand die Stimme sehr schön, aber ich fand, das hat gerade nicht so super gut reingepasst an die Position, wo der Beat leise wurde und dann. Ich mag das manchmal nicht, wenn das so abrupt kommt, so ein Change. Glaub's nicht, Baby, ich. Doch es wird mir grad egal. Versprich mir alles, doch ich glaub's nicht, Baby, ich durchschau dich so leicht. Du denkst immer noch, ich brauch dich. Aber wunderschöne Stimme. Ich glaub's nicht, dass es aus ist, vorbei. Deine Küsse sind wie Gift. Okay, das ist nice. Ich liebe, wie der Beat wieder eingesetzt hat, die Drums und wie jetzt Luna auch immer mehr zu hören ist in den Doubles schon. Deine Küsse sind wie Gift, denn ich weiß, dass du bei ihr warst.
Ey, wie gut harmonieren diese Stimmen denn zusammen? Und jetzt willst du mich zurück. Doch ich mach das nicht nochmal. Ey, krass, Luna ist echt klein. Gut, vielleicht hatte Lea auch hohe Schuhe, aber. I guess Lea could be so. Ich glaube, Lea ist actually gar nicht so klein. Lea könnte so vielleicht 1,90 knapp sein. Oder let's say 1,85. Und wenn Lea dann eher so. Wenn Luna dann eher so 1,70 ist. Ja. Was deine Liebe ist, wie weh musst du, wenn du mich hast. Ey, wie oft willst du noch sorry sagen? Oh mein Gott, krasser Einstieg. Ein krasser Einstieg. Krasser Einstieg. Sehr schöne Kamerafahrt gerade übrigens, finde ich auch. Wie weh musst du, wenn du mich hast. Ey, wie oft willst du noch sorry sagen? Hab gehofft, dass du dich änderst, aber fuck, man, du veränderst mich. Bro, oh mein Gott, ich hab wie gesagt von Luna bis jetzt nur Verlierer gehört. Einmal in der originalen Version, einmal in einer Piano-Version solo von ihr und einmal in der Version mit Elif und Katja zusammen. Deswegen entdecke ich noch voll viele Facetten in ihrer Stimme gerade. Nein, uns noch haben uns nichts zu sagen. Deine Küsse sind wie Gift, nein, ich mach mich nicht kaputt, ja. Kann dich nicht retten, ja, ich seh es langsam ein jetzt. Deine Ängste sind nicht meine, ja, ich weiß jetzt. Ey, das ist wirklich das erste Mal natürlich, dass ich sie so ein bisschen schneller höre und das ist voll angenehm. Sag euch sorry, ich verzeih dir einen Scheißdreck. Auch wenn du weinst, ist es nicht mehr meine Schuld. Du sprichst mir aus, doch ich glaub. Oh, ey, das ist so eine Power, die sie transportiert. Holy. Nicht, weil ich durchschau dich so leicht. Und auch wenn du jetzt auslegst, glaub mir, dass es aus ist, vorbei. Ey, es freut mich aber auch voll für Luna. Ich glaube übrigens, dass sie halt durch Verlierer, weil der auf TikTok so viral gegangen ist, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und vorher noch recht unbekannt war, in Anführungsstrichen zumindest. So habe ich es zumindest mitbekommen und deswegen freut mich das umso mehr, dass sie jetzt so, ja, keine Ahnung, Song ist 10, 11 Tage online, 1,1 Millionen Aufrufe, freut mich sehr. Deine Küsse sind wie Gift, denn ich weiß, dass du bei ihr warst. Bro. Wenn das deine Liebe ist, wie weh musst du tun, wenn du mich hast. Jetzt willst du mich zurück, doch ich mach das nicht nochmal. Wenn das deine Liebe ist, wie weh musst du tun, wenn du mich hast. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch ein bisschen deutlicher übereinander singen, dass sie vielleicht auch die komplette Hook übereinander gesungen hätten, auch mehrfach gerne, weil sich das unfassbar schön anhört zusammen. Wow. Geil. Ey, unfassbar schönes Lied. Also natürlich, man muss dieses Poppige mögen einfach. Es ist ein klassischer poppiger Radiosong irgendwie, den ich aber gut finde, weil der, keine Ahnung, ich finde, das wird voll negativ ausgelegt, wenn man sagt, das ist ein Radiosong, das ist ein typischer Popsong oder so. Finde ich gar nicht. Man muss halt die Musikrichtung einfach mögen so. Also wenn ich sage, es ist ein typischer Rap-Song irgendwo, dann beschwert sich auch keiner. Deswegen, ja, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Song, Mann. Man hat einfach die Qualität von beiden extrem gemerkt. Sie harmonieren zusammen wunderbar. Ich fand die einzelnen Parts schön, weil man hier einfach sehen konnte, was für eine krasse Voice Control sie jeweils haben. Sie haben sehr unterschiedliche Stimmen, die aber zusammen so unfassbar gut harmonieren. Ich finde, Küsse wie Gift ist eine so schöne Ausdrucksweise, um was zu beschreiben. Küsse wie Gift hört sich, das ist so ein Widerspruch, weil Küsse etwas Positives sind und Gift halt was Negatives. Und dieser Widerspruch da mit dem, was gezeigt wird, finde ich schön. Keine Ahnung. Sehr, sehr schöner Song. Ey, wir können uns gerne mehr noch vom Album anhören. Schreibt gerne euren Favorite Song rein und checkt mir den vielleicht noch aus. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh so immer natürlich und ciao.